Ein sehr spannender Abend steht uns bevor. Zum Thema Chatkontrolle droht das Ende der Privatsphäre. Kurz vorweg, bevor wir hier diskutieren, ein paar Worte dazu. Im vergangenen Jahr sind weltweit 85 Millionen Fälle von Kinderpornografie bekannt geworden. Das ist allerdings nur die Zahl derer Fälle, die bekannt geworden sind. Wie viele da nicht bekannt geworden sind, da tappen wir natürlich alle nur im Dunkeln. Grund genug für die EU-Kommission, etwas dagegen tun zu wollen. So weit, so gut, muss man jetzt sagen. Die vermeintliche Lösung für dieses Problem ist allerdings ein zweischneidiges Schwert und nennt sich Chatkontrolle. So sollen, wenn es nach den derzeitigen Plänen der Kommission geht, sämtliche private Chats, Bilder, Messenger-Dienste, Apps, Plattformen, wie auch immer, aller Bürgerinnen und Bürger in der EU auf Auffälligkeiten gescannt werden und sozusagen dann auch alarmiert werden. Ja. Herr Lohninger nickt schon, also ich glaube, es stimmt so, ich sage. Das wiederum lässt natürlich jetzt Datenschützer ein bisschen Schnappatmung bekommen, um das jetzt so flapsig zu formulieren. Derzeit dürfen, ja, wie Sie es wahrscheinlich wissen, wenn Sie so Messenger-Dienste benutzen, ja nicht einmal die Messenger-Dienste selbst mitlesen. Also es gibt ja zum Glück diese End-zu-End-Verschlüsselung und so weiter. Und es würde natürlich eine große Änderung geben, wenn jetzt da plötzlich die EU-Kommission oder Behörden mitlesen dürfen. Dass Kinderschutz ein wertvolles Gut ist und dringend natürlich etwas getan werden muss gegen diesen Kinderporno-Wahnsinn, nenne ich ihn jetzt einfach mal, oder überhaupt Kindesmissbrauch und das auch noch institutionalisiert, darüber sind wir uns natürlich alle einig, das ist ganz klar. Dass das Datenschutzrecht aber sozusagen da jetzt ausgespielt werden soll gegen den Kinderschutz oder umgekehrt, das ist, nehme ich jetzt einmal vorweg, vom Podium auch, vom Großteil hier oder wahrscheinlich von allen, nicht die Lösung, die wir uns alle erdenken. Ja? Deshalb darf ich jetzt offiziell auch noch einmal herzlich willkommen sagen. Mein Name ist Daniela Seukern und ich darf Ihnen dieses hochkarätige Podium jetzt auch noch vorstellen. Und zwar beginnen wir jetzt hier zu meiner Rechten. Süleyman Sorber sitzt hier, ist Abgeordneter zum Nationalrat und netzpolitischer Sprecher der Grünen. Neben ihm Magistra Hedwig Wölfel, sie ist stellvertretende Vorsitzende im Bundesverband österreichischer Kinderschutzzentren und Geschäftsführerin des Kinderschutzvereins Die Möwe, kennen Sie ganz bestimmt. Thomas Lohninger kennen Sie wahrscheinlich auch, Executive Director von Epicenter Works. Außerdem habe ich hier Dr. Rupert Wolf, er ist Präsident des österreichischen Rechtsanwaltskammertages. Danke, dass auch Sie da sind. Ja. Ja, genau. Und Elina Kalesi Eickstedt, importiert aus Hamburg heute. Sie ist vom Chaos Computer Club und EU-Koordinatorin zur Chatkontrolle und vor allem auch Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Kritis. Das ist eben eine Arbeitsgruppe für den besseren Schutz von kritischen Infrastrukturen. Also auch sie wird uns heute sehr, sehr viel erzählen können. Und auch da vorweg gleich einmal, in Deutschland haben wir jetzt schon so ein bisschen vorweg gesprochen, ist dieses Thema zur Chatkontrolle schon ein paar Schritte weiter. In Österreich ist es gut, dass wir das heute mal hier diskutieren. Beginnen wir mal, wir zwei, Herr Lohninger. Vielleicht einmal für alle, die sich noch nicht so eingearbeitet haben. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich das heute hier moderieren darf, weil dadurch habe ich die Chance gehabt, mich selbst auch genauer einzulesen. Ich konnte vor ein paar Wochen mit diesem Begriff der Chatkontrolle auch noch nicht wirklich was anfangen. Vielleicht können Sie mal für alle hier im Saal kurz skizzieren, was ist denn da überhaupt von der EU-Kommission geplant? Ja, vielen Dank. Ja, also das Gesetz, was die EU-Kommission im Mai diesen Jahres vorgestellt hat, ist eben eines, das vornehmlich den Schutz von Kindern und Jugendlichen und eben auch die Bekämpfung von der Dokumentation von Kindesmissbrauch zum Ziel hat. Aber der Weg, den dieses Gesetz nimmt, um dieses hehre Ziel zu erreichen, ist eben einer, der schon im Vorfeld so ganz viel Kritik geführt hat, auch von anderen Teilen der EU-Kommission, weil man hier wirklich sehr brachial die Axt an unser aller Grundrechte anlegt. Es ist hier ein Weg gewählt worden, der dazu führt, dass man sich zur Gänze nicht mehr auf die Vertrauenswürdigkeit der eigenen Kommunikation verlassen kann, dass wir eigentlich alles, was wir über unsere Smartphones miteinander austauschen, an Inhalten, sei das jetzt Text, Video oder Bild, durch einen Filter laufen muss, von dem wir wissen, dass er in einer sehr hohen Anzahl komplett legale Inhalte fälschlicherweise erkennen wird und alles, was er glaubt zu erkennen, als sogenanntes kinderpornografisches Material, wird dann ausgeleitet, an Behörden gesendet und gelöscht.
ist es nicht nur die vertrauenswürdige Kommunikation, also die Chats, sondern es sind auch öffentliche Inhalte, also soziale Netzwerke, wo wir öffentlich miteinander kommunizieren. Auch diese Inhalte müssten durch den Filter laufen. Und hier muss man einfach sagen, die Technik kann das gar nicht leisten, was hier der Gesetzgeber verlangt. Und das ist ein Problem, mit dem wir in der Netzpolitik sehr häufig konfrontiert sind. Und wenn man sich das nur grob durchrechnet, kommt man da auf Millionen von Nachrichten, die pro Tag fälschlicherweise hier ausgeleitet und gelöscht werden müssen. Und das betrifft halt eben auch die Kommunikation, die wir uns in der Familie schicken, die Strandurlaubfotos, die komplett unschuldig an die Großeltern gehen. Das betrifft alle Berufsgeheimnisträgerinnen, also Journalistinnen, Anwältinnen, Ärztinnen. Es betrifft aber auch Beziehungen unter Jugendlichen, wo dieses Material getauscht wird, komplett konsensual. Und wir haben hier auf jeden Fall die Büchse der Pandora aufgemaxt mit einem Vorschlag, wo eben, wie eingangs schon gesagt, es Kritik schon im Vorfeld gab. Die Diskussion heute, hier haben wir auch auf dankenswerte Einladung des Burgkinos, die schon im Vorfeld hier gesagt haben, wir würden gerne im Juni mal über das Thema reden, einberaumt, noch bevor wir den Gesetzesvorschlag hatten. Und jetzt liegt er am Tisch und wir werden uns sehr wahrscheinlich den Rest dieses Jahres und den Rest der nächsten Jahre noch damit beschäftigen müssen. Vielleicht nur, damit wir auch da so richtig im Kontext sind. Was ist denn da momentan der Status quo? Wann soll denn das überhaupt zum Gesetz werden? Ich glaube, jetzt ist es einmal ein Vorschlag oder ein Entwurf, aber wann könnte uns das dann wirklich treffen, wenn jetzt alles so wie geplant über die Bühne geht? Also das ist eine Verordnung, das heißt, das ist ein Gesetz, das die Kommission vorgestellt hat. Wenn es so beschlossen würde durch Parlament und Rat, dann wäre es unmittelbar anwendbar in der gesamten EU und das wird einen globalen Standard setzen. Also da gibt es dann auch keinen Weg mehr drum herum, wenn man auch in anderen Weltregionen ist. Und es ist so, dass das natürlich noch den normalen Weg gehen muss. Das heißt, Parlament und Rat, also auch Österreich im Rat der Europäischen Union, müssen sich dazu verhalten. Und genau an dem Prozess sind wir jetzt. Es gab aus Deutschland schon sehr klare ablehnende Meinungen von drei Ministerinnen. Und wir hoffen, dass es da in Österreich auch eine klare Willensbildung innerhalb der Politik gibt. Und am Ende wäre unsere Forderung als netzpolitische Zivilgesellschaft in Europa, dieses Gesetz auch zurückzunehmen. Weil ich glaube, dass man hier, sogar wenn man diese Maßnahme gut finden würde, und das sind viele Konjunktive dabei, das Gesetz wird vom Europäischen Gericht nicht halten. Also das wird wahrscheinlich, wäre meine Vermutung, nach ein paar Jahren auch wieder als verfassungswidrig aufgehoben und damit wäre niemandem geholfen. Dankeschön. Jetzt sprechen wir über das Gesetz. Wir haben ja hier einen Fachmann, dann sprechen doch gleich wir, Herr Dr. Wolf. Vielleicht können Sie das Mikro da gerne schnappen. Wenn Sie das jetzt hören, was geht da in Ihnen so vor? Ist das denn überhaupt möglich, ein Gesetz zu verabschieden, das so einen maßgeblichen Eingriff in Persönlichkeitsrechte hat? Weil da geht es ja um den Schutz der Intimsphäre. Ja? Also wenn man es als Beispiel hernimmt, ja, im Vorfeld habe ich mir überlegt, zu Hause, also mein Mann zum Beispiel, der öffnet nicht einmal die Coupons vom Supermarkt, den Brief, ja, obwohl heraus und drauf steht, dass es vom Supermarkt ist, weil er einfach sagt, na, es gibt ein Briefgeheimnis, das ist an dich adressiert, öffne ich nicht. Ja? Und das ist für mich so ein bisschen jetzt der digitale Umkehrschluss. Ne? Ist es denn möglich, da überhaupt so ein Gesetz auf den Weg zu bringen? Ich meine, anscheinend schon, aber... Ja, danke. Erstens herzliche Grüße von den österreichischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Unsere Urgroßväter, Großväter, Väter haben seit 1848 dafür gekämpft, dass es Grundrechte überhaupt gibt, dass die verschrieben sind, in Stein gemeißelt werden und dass sie auch eingehalten werden. Dass Interesse von einigen, vor allem des Staates, war immer extrem groß herauszubekommen, was Menschen eigentlich miteinander korrespondieren oder reden, am liebsten, was sie denken. Das würde man auch gerne wissen. Deshalb hat es den Siegel gegeben und man hat begonnen, Briefe zu versiegeln und es sind Postkutschen überfallen worden, nicht wegen den 100 Kronen, die gestohlen wurden, sondern wegen der Korrespondenz zwischen dem Hof in St. Petersburg und Schönbrunn.
Seit 9/11, seit dem Attentat auf die World Trade Tower, hat sich das extrem verschärft. Also die Intention des Staates, in einen Bereich hineinzuschauen, der noch nicht kriminell ist, in einen vorkriminellen Bereich, in das, was wir denken, was wir planen und vielleicht näher planen, aber niemals ausführen werden. Sie werden sich erinnern, es hat gegeben ein großes Ärgernis, weil in Wien stattfand eine Udo-Jürgens-Demonstration. Da fuhren drei Kutschen mit Menschen, die in weißen Bademäntel gekleidet waren, an einem weißen Klavier, und es waren Plakate aufgehängt: Wir wollen mehr Udo-Jürgens-Lieder haben im öffentlichen Rundfunk. Gut und schön. Die Wiener haben sich maßlos geärgert, weil der Ring stundenlang blockiert war. Und das erste Reaktion des damaligen Innenministers Sobotka war: Ja, man muss Demonstrationen verbieten, zumindest am Ring. Vielleicht kann man sie auf einer Wiese in Simmering irgendwo machen, die Demonstrationen. Das ging alles nicht und wir haben alle dagegen protestiert. Sie werden sich auch erinnern an die Intention der Politik, Menschen in Sicherungshaft zu nehmen. Wenn jemand noch nichts begangen hat, aber vielleicht was begehen könnte, das ist extrem gefährlich. Ich bin deshalb der Meinung, Grundrechte sollen in Stein gemeißelt sein und bleiben, und man darf nicht, keinesfalls leichtfällig und nur in extremen Ausnahmesituationen, das eine zugunsten des anderen opfern. Es gibt einen schönen Spruch: Wer Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu bekommen, der wird am Ende beides verlieren. Dankeschön. Ich glaube, das fasst eh schon sehr viel zusammen zu diesem Thema. Weil wir aber da jetzt kurz auch über den Staat und unsere Gesetze gesprochen haben, gebe ich da jetzt weiter an unseren politischen Vertreter heute, Sinemann Sauer. Ich weiß schon, Sie sind jetzt ein Vertreter, ja, der österreichischen Politik, aber ich frage jetzt trotzdem dann in Ihre Richtung so groß: Was sagt denn Österreich eigentlich zu diesen Bemühungen für so ein Gesetz, was die Chatkontrolle betrifft? Weil das ist ja jetzt einmal ein Vorschlag oder eine Idee oder ein Wunsch der EU-Kommission. Das muss ja jetzt noch nicht bedeuten, dass jedes Land da gleich dafür ist. Und uns würde jetzt mal interessieren, was können Sie uns denn erzählen, was sagen denn die österreichischen Politikerinnen und Politiker zu so einem Vorschlag? Auf Abgeordnetenebene ist es noch in einer Diskussionsphase, einer Meinungsbildungsphase. Deshalb sind vermutlich auch Veranstaltungen wie diese sehr wichtig, dass man eben bei der Meinungsfindung auch unterstützt werden kann und verschiedene Positionen mitbekommt. Es gab letzte Woche vom Bundesministerium, vom BMJ, eine Aussendung dazu, dass man ablehnend zu diesen Vorhaben steht. Das Innenministerium hat sich noch nicht dazu geäußert, beziehungsweise noch nicht in irgendeine Richtung. Also ich glaube, wir sind noch in der Phase, wo Meinungsbildung entsteht und wo jetzt Debatten langsam, aber sicher anfangen werden. Mhm. Wie ist denn jetzt Ihre persönliche Meinung zu diesem Entwurf? Würden Sie das gut finden oder eher nicht so? Ich finde es gar nicht gut, stark ablehnend, weil, wie gesagt, die Argumente wurden schon alle aufgezählt und die würde ich alle unterschreiben, dass es sehr problematisch ist, in so einem Umfang anlasslose Massenüberwachung durchzuführen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, woher dieser Gedanke kommt, dass man das so lösen könnte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass in den letzten Jahren hat sich auf der politischen Ebene so etwas durchgesetzt, dass wenn man ein Problem hat, was man technisch lösen möchte und es schwierig ist, dass man einfach sagt, ja, irgendeine künstliche Intelligenz wird das schon lösen, obwohl diese technischen Lösungen noch gar nicht da sind. Und hier zeichnet sich etwas Ähnliches ab. Also ich habe mir das genauer angeschaut. Ich sehe nach wie vor nicht, wie das technisch überhaupt funktionieren soll. Und jetzt finde ich zum Beispiel schwierig, über einzelne Punkte innerhalb des Vorschlags zu diskutieren, weil man da ja automatisch auf der politischen Ebene dann auf so einer Kompromisssuche ist. Na, geht das nicht? Kann ich vielleicht bei dem zustimmen oder nicht? Und bei dem Vorschlag, muss ich ehrlich gestehen, finde ich nicht einmal einen Punkt, wo ich drüber reden könnte, na, vielleicht geht sich da irgendwas aus, wo man sich bewegen könnte, weil es schlichtweg technisch nicht umsetzbar ist.
Vielleicht könnten Sie das Mikro an die Frau Wölfel weitergeben, weil ich möchte Sie da jetzt auch mit ins Gespräch hereinholen. Sie sind ja heute bei uns die Vertreterin, sage ich jetzt mal, der Kinder, ja, also zusammengefasst. Gerne. Vielleicht einmal vorweg, das alles, was wir heute besprechen, soll ja im Sinne der Kinder stattfinden. Also das ist sozusagen das, warum wir uns überhaupt hier treffen und was von der EU-Kommission ja eigentlich der Grund ist. Können Sie mal vorweg überhaupt sagen, sind diese Zahlen denn richtig? Hat das ja auch in letzter Zeit so zugenommen? Also ist jetzt mehr Handlungsbedarf als noch vor ein paar Jahren? Nur damit wir es einmal überhaupt einordnen können, vom, wo wir da stehen, was Kinderschutz betrifft. Ja, Handlungsbedarf besteht. Ja, natürlich, also vorweg muss gesagt sein, dass ein Merkmal von Gewalt an Kindern das ist, dass es im Verborgenen passiert. Das heißt, wir haben hier immer mit einem riesigen Dunkelfeld zu tun und die Fälle, mit denen wir in den Kinderschutzzentren, in den Krankenhäusern, in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten, sind nur eine Spitze des Eisberges und jene, die wirklich auch angezeigt werden, wo das auch strafrechtlich relevant wird, ist ein winziger, winziger Teil. Wir sind im Kinderschutz, was einfach auch das Festhalten durch Bilder, Fotos und auch Chatprotokolle betrifft, insofern gespalten, weil uns manchmal einfach wirklich diese Beweise durch Bilder und so weiter ermöglichen, hier auch Missbrauch zu beenden. Und prinzipiell hat das einfach dadurch auch in der Aufdeckung von Missbrauch spielt das eine Rolle. Es hat sich natürlich in den letzten Jahren, wie immer, mit den Möglichkeiten, die eine Gesellschaft bietet, an Kommunikation auch vieles in den digitalen Raum verlagert. Und wir sehen da vor allem unter Jugendlichen schon die Problematik, dass jetzt auch nach den letzten beiden Jahren, wo durch die Pandemie einfach auch der reale Austausch sozusagen und auch der soziale Erfahrungsraum so eingeschränkt war, dass sich viel an Kommunikation in den digitalen Raum verschoben hat und hier viele Kinder und Jugendlichen auch sehr allein gelassen waren mit Medienbildern, die Entwicklungsalter gemäß einfach vollkommen überfordert haben. Das gilt aber jetzt nicht nur für, ja, und es haben sich natürlich neue Phänomene gezeigt, wie Zoom-Bombing im digitalen Unterricht oder wir kennen auch Digital Penetration, Cyber-Grooming ist auch ein Punkt. Prinzipiell muss man aber sagen, dass wir in Österreich dadurch, dass die Kinderrechte seit mehr als 30 Jahren hier verankert sind, dass die UNO-Kinderrechtskonvention auch in Teilen zumindest seit 2011 in der Verfassung ist. Und hier gibt es einfach den Artikel 3 des Kindeswohlvorrangigkeitsprinzips. Und das wäre hier aus meiner Sicht auch ganz stark zu beachten, nämlich im Sinne einer Verhältnismäßigkeit, wo werden hier auch Inhalte, die Jugendliche zum Beispiel miteinander austauschen, die einvernehmlich sind, wie kann das überhaupt erfasst werden, ob das einvernehmlich ist, wie alt ein User ist. Also das wäre für mich eine der größten Fragen. Technisch habe ich da mehr Fragen als Antworten natürlich, bin aber sehr skeptisch, wie das möglich sein soll. Ja, also hätte ich noch eine Menge an Fragen, vielleicht passt das dann später. Und vielleicht letzter Punkt, wir haben seit Jänner 21 das Hass im Netzgesetz, wo auch klar wurde, dass Jugendliche sich überhaupt nicht bewusst sind, das sind Fälle, die jetzt hereinkommen, dass wenn sie Fotos, Videos mit sexuellen Inhalten, also Upskirting ist also ein Stichwort, weiterleiten, dass sie sich dadurch auch strafbar machen. Da fehlt es vollkommen an Information bei Pädagoginnen, bei den Jugendlichen selbst. Und ich sehe hier mal vorrangig einfach einen riesigen Bedarf an grundsätzlicher Information, wie man verantwortungsvoll, achtsam, einfach auch respektvoll mit Bildmaterial, aber auch mit
mit Wort und Kommunikation im digitalen Raum umgeht. Ja, Sie haben da jetzt einen spannenden Aspekt mit hineingebracht, dass es ja, wenn es jetzt um den Kinderschutz geht und alles gescannt wird, ja nicht nur die Erwachsenen betrifft, sondern eben ja sogar die Jugendlichen ins Kreuzfeuer der Kritik kommen können. Oder, also das ist ja ein Aspekt, der in diesem Bereich ja fast gar nicht bedacht wird. Ja. Aber unabhängig davon würde ja eine Einschränkung wahrscheinlich auch mit Jugendlichen was machen, weil wenn ich weiß, ich darf dann nichts mehr, dann verlagert sich die Kommunikation. Ne? Dann wird ja nicht mehr online kommuniziert, sondern dann, was machen die dann, die Jugendlichen? Das ist die große Frage. Und unserer Erfahrung nach verlagern sich natürlich Missbrauchshandlungen immer ins Verborgene. Ja? Ich meine, das sind Fragen wahrscheinlich an Sie dann, aber wir haben Fälle, die natürlich wo aus dem Darknet Bilder entstehen, die dann vielleicht nachverfolgt werden können, wo wir auch aus dem Kinderschutz her begleiten, bei also die Polizei begleiten, wenn es hier zur Aufdeckung kommt. Aber das sind doch noch relativ wenig Fälle im Verhältnis zu den wahnsinnigen Zahlen, die hier einfach auch gemeldet werden. Und hier stellt sich schon auch die Frage, wie viel von diesen gemeldeten Bildern sind, können dann überhaupt nachverfolgt werden und wie viel von den nachverfolgten Fällen kann überhaupt das Kind geschützt werden, das da drauf ist, wie lange ist es überhaupt her, vielleicht ist dieses Kind mittlerweile 5 Jahre älter, 8 Jahre älter, es ist nicht klar, auf welchem Kontinent dieses Verbrechen, sage ich jetzt auch mal, ja, begangen wurde und wie das dann detektiert wird. Und also, ja. Aber was könnten Sie sich dann vorstellen, was wäre denn eine bessere Möglichkeit für den Kinderschutz? Weil ich habe das in der Vorbereitung mir auch so durchgedacht. Ja, und da habe ich gedacht, natürlich, man muss alles unternehmen, um Kinder zu schützen und um solche Wahnsinnsdaten einzudämmen. Das ist klar. Ja. Aber ich sage jetzt mal, in dem Moment, wo ein Foto kursiert, gibt es das Foto ja schon. Wäre es nicht sinnvoller, Geld, Mühe und so mehr zu investieren in die Zeit davor, dass der Kinderschutz sozusagen, ich weiß auch nicht wie, leider, ja, aber besser gemacht wird, dass es gar nicht zu diesen Taten kommt. Wäre das was Sie sich dann wünschen würden? Ja, ich möchte es aber nicht das Entweder-Oder spielen. Natürlich, ja. Also der wirksamste Kinderschutz ist die Prävention. Ja? Gute Aufklärung schon ab dem Kindergartenalter. Einfach, dass Pädagoginnen und Pädagogen ein Meldebewusstsein haben, das heißt auch Symptome von Gewalt an Kindern erkennen können, wissen, was dann zu tun ist, einfach wissen, wo rufe ich dann an. All diese Dinge, das wäre das Wichtigste. Das andere ist natürlich auch, dass wir aus dem Kinderschutz immer froh sind, wenn endlich mal das Thema, dass es Kindern und Jugendlichen schlecht geht, dass sie auch einfach in ihrer Integrität, in ihrer gesunden Entwicklung auch in den letzten 2 Jahren sehr gelitten haben, da wenn das endlich mal von der Politik aufgegriffen wird, ja, das ist etwas, was ich auch positiv sehe, dass es mal in der Diskussion ist. Wir haben ein Problem des Kindesmissbrauchs, ja, und was mir leid tut, ist, dass das dann nur im digitalen Raum gesehen wird, weil der größte Teil des sexuellen Missbrauchs passiert im sozialen Nahraum. Ja, durch Menschen, die Kindern und Jugendlichen vertraut sind, die durch Anbahnungsprozesse und dieses Grooming ist ja nicht nur Cyber-Grooming, sondern Anbahnungsprozesse passieren in Sportvereinen, also in Freizeiteinrichtungen, genauso wie im schulischen Kontext und vor allem im familiären Kontext. Und dort leider ist das Zuhause der unsicherste Ort für Kinder, ja, rein statistisch gesehen. Aber natürlich ist die digitale Welt mittlerweile, hat jedes Kind in der Hand und ist auch zu Hause. Und das macht die Problematik so virulent. Ich bin froh, dass es angesprochen wird und ich denke, es ist ganz viel zu tun auf vielen Ebenen. Gut, wir diskutieren mal weiter und schauen mal, ob wir irgendwas haben, was Sie mitnehmen können, was von Ihrer Seite aus dann auch gut ist. Eine Dame haben wir noch gar nicht ins Spiel gebracht, jetzt will ich sie aber endlich dazu holen, Elina Kalesi Eickstedt.
Im Vorfeld haben wir auch schon kurz gesprochen, also in Österreich wacht diese Diskussion um diese Chat-Kontrolle ja jetzt erst langsam auf. Deutschland ist uns da ein paar Schritte voraus. Vielleicht könnten Sie uns vorweg einmal erzählen, wie ist denn die Stimmung in Deutschland so grundsätzlich? Man gibt natürlich immer mehrere Lager, klar, aber wie sieht man das dann jetzt in Deutschland schon oder wie weit ist die Diskussion dort? Ja, in Deutschland beschäftigen wir uns mit diesem Thema schon sehr lange. Aktiv arbeiten wir an unserer Kampagne schon seit Ende März und betreiben da sehr massiv Aufklärung. Wir wussten da natürlich noch nicht, was in dem Gesetzentwurf drin stehen würde. Allerdings hatten wir Befürchtungen, die sich leider auch bewahrheitet haben. Und derzeit ist die Stimmung aus unserer Sicht also ja sehr positiv für uns, sage ich mal so, also gegen die Chatkontrolle. Es haben sich bereits diverse Politikerinnen positioniert. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat den ganzen Gesetzesentwurf schon analysiert und als nicht vereinbar mit unseren Grundrechten und auch mit dem grundlegenden Datenschutz erklärt. Hinzu kommt noch das Justizministerium, das sich ebenfalls dagegen positioniert hat, genauso wie unsere Innenministerin, die auch sich schon mal geäußert hat dazu, und unser Digitalminister, der sich auch schon ganz klar dort gegen positioniert hat. Und insgesamt ist die Stimmung in Deutschland wirklich sehr stark gegen die Chatkontrolle. Auch der Deutsche Kinderschutzbund hat die Chatkontrolle als unverhältnismäßig eingestuft, also insbesondere diesen Teil des Gesetzes. Und genau, es sind immer mehr Verbände, die sich dementsprechend äußern. Dieses Wort unverhältnismäßig, das ist mir natürlich auch in der Vorbereitung dann immer wieder untergekommen, ja, weil man hat ja fast so, das ist jetzt natürlich selber spitz gesagt, aber so das Gefühl, es wird jetzt der Datenschutz geopfert am Altar des Kinderschutzes. Ne? Also irgendwie, wir müssen alle die Kinder schützen und deshalb ist jedes Mittel recht, aber ist Datenschutz ist uns jetzt allen eigentlich wurscht, die richtige Lösung, das kann es wohl dann nicht sein, ne? Nein, ich glaube definitiv nicht. Man sollte dabei berücksichtigen, dass es ein Überwachungswerkzeug ohne Gleichen schafft und man kann Verschlüsselung nicht immer nur für die Guten aufhebeln, sondern man hebelt sie dann immer für alle auf. Und wenn wir so etwas erstmal bauen in Europa, dann werden auch repressive Staaten das natürlich dagegen einsetzen. Und ich glaube, dass Kinderschutz und Datenschutz immer sehr eng Hand in Hand gehen, weil ich glaube, dass auch das Internet ein Raum ist und gerade auch in den letzten 2 Jahren ein Raum geworden ist. Also ich habe eine jüngere Schwester, die gerade Abitur gemacht hat, was doch der Raum ist, in dem sich die Kinder und Jugendlichen organisieren und austauschen. Und es ist elementar wichtig, dass es ein sicherer Raum ist und auch gerade, wenn es vielleicht Probleme zu Hause gibt, dass sie sich mit sicheren Gefühlen über Messenger zum Beispiel austauschen können. Und man sollte dabei auch immer im Hintergrund behalten, dass dieses ganze Thema Cyberstalking oder Spyware auch ein Riesending ist. Das heißt, würden wir solche Software für das Scannen von Nachrichten auf Geräten implementieren, würde es auch immer heißen, wenn es eine Schwachstelle gibt, dass, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Bösen das ausnutzen kann. Und das gilt nicht nur für Kinder in Notsituationen, sondern auch Opfer von häuslicher Gewalt zum Beispiel. Also dieses ganze Thema Cyberstalking ist eine Riesengeschichte und es ist elementar wichtig für Opferschutz, dass sie ihren Geräten vertrauen können. Ich sage immer, das Gerät ist eigentlich das Persönlichste, was wir haben. Wir tippen alle unsere Gedanken und sonst was dort hinein und das darf man einfach nicht angreifen. Das können wir uns nicht nehmen lassen. Ja, vor allem, ja, also kann jetzt jeder von Ihnen darauf antworten, der gerne möchte, aber ich denke mir, es macht ja auch wirklich was mit unserer Kommunikation generell, weil wenn wir jetzt wüssten, alles, was ich da jetzt verschicke, wird gescannt und gesehen, verändert sich die digitale Kommunikation mehr. Ja? Also ich meine, da ist vielleicht das, was am ersten noch besonders wäre, halt die Bilder, die man vielleicht in einer Partnerschaft einander schickt. Aber Thomas Lohning hat es vorher angesprochen, da geht es ja wirklich auch um die Urlaubsbilder, die ich der Oma schicke. Ja? Da ist halt das Kind drauf, weiß nicht, in einem Kinderbikini oder vielleicht sogar überhaupt nichts an. Ja? Ich meine, das ist ja in der Familie prinzipiell kein großes Thema. Ne? Aber es erinnert mich auch ein bisschen so an diese Geschichten, die es in Amerika mal gab, wo Vater
nicht mehr mit Kind in der Badewanne sitzen darf, weil das gleich furchtbar ist und deshalb ist das jetzt alles total verklemmt und kein Vater badet mehr mit dem Kind. Ja? Also das hat ja auch Ausmaße, oder? Also die wir uns noch gar nicht vorstellen können wahrscheinlich. Mich würde vor allem auch interessieren, was es denn eigentlich für die Beratungstätigkeit von Organisationen wie der Möwe machen würde, wenn wir diese Realität schaffen und wenn wir jetzt einfach wirklich dann auch in dem Bewusstsein leben müssen, dass jede Kommunikation, die wir uns schicken, einfach mitgescannt wird. Und wenn wir einfach annehmen, und es gibt keine Technik, die hier fehlerfrei ist. Wir reden von zweistelligen Fehlerraten. Das halt einfach auch wirklich gerade bei gewissen Schlagwörtern, die, glaube ich, in einer ehrlichen Beratung, wo Menschen ihr Herz öffnen, da wird es auch einfach ganz viele unschöne Situationen geben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendjemandes Interesse ist. Also deswegen ist auch so die Debatte, glaube ich, so wichtig, weil je breiter wir das verstehen, dass es hier halt nicht um einen frommen Wunsch geht, sondern um eine Technik, die wir bauen, die dann angewendet wird auf alles, was wir kommunizieren miteinander. Ich glaube, dann kann man am ehesten abschätzen, ob man das will oder nicht. Also das ist natürlich etwas, was wir uns fragen. Vor allem in den letzten 2 Jahren hat sich eben durch die Pandemie, haben sich ja auch die beraterischen Kommunikationswege verändert. Plötzlich war all das, was wir als Psychotherapeutinnen und Psychologen vorher nicht durften, nämlich über Zoom, über alle möglichen Messenger-Dienste zu beraten, war plötzlich uns auch vom Berufsrechtlichen her erlaubt. Noch immer gilt das als Ausnahme. Ja? Und natürlich versuchen wir hier sichere Server oder Wege zu verwenden. Aber das ist, Stichwort Zoom-Bombing und Ähnliches, haben wir da auch verschiedene Dinge erlebt. Ich denke, das ist das eine, wo eine gewisse Gefahr ist. Das andere ist sicher, dass wir uns auch gefragt haben, wie kann so eine Technik gebaut werden? Ich habe keine Ahnung. Dass wirklich Cyber-Grooming-Texte sozusagen erkannt werden. Welche Stichwörter würden hier verwendet, damit ein Hashwert das wieder erkennbar macht? Weil, wie wird der Altersunterschied zwischen den beiden Kommunikatoren festgestellt? Ja, ich keine Ahnung, wie so ein Filter das erkennen würde, ob dieser Dialog zwischen 2 Erwachsenen stattfindet und dadurch einvernehmlich ist oder ob dieser Dialog zwischen einem 8-Jährigen und einem 57-Jährigen stattfindet. Große Frage. Was einen großen Unterschied machen würde. Was einen großen Unterschied beim gleichen Dialog machen würde. Zweite Frage ist, wie würde so eine Software erkennen, ob es hier Zwang oder Einvernehmlichkeit gibt, ja, prinzipiell, und ob ein Autoritätsverhältnis vorliegt. Ja, ob dieser Dialog zwischen einem, auch hier, ja, auch auf die letzten 2 Jahre zurück, es ist erlaubt gewesen oder ist es noch, dass man dem Gynäkologen oder Urologen oder der Hausärztin Bilder schickt zur Diagnostik, damit man dann ein digitales Rezept bekommt. Ja? Wie könnte hier unterschieden werden, ob das Foto eines entzündeten Geschlechtsorgans, ich sage es mal so explizit, jetzt zu Diagnostikzwecken der Gynäkologin übermittelt wird oder ob hier ein Autoritätsverhältnis auch missbraucht wird. Ich weiß es nicht, wie das erkannt werden könnte. Und vielleicht ein drittes Beispiel, welches Wording würde hier auch herausgefiltert werden? Denn in unserer beraterischen Praxis ist es so, dass es selten explizite Wordings gibt. Ja? Selten sind in diesen Cyber-Grooming-Texten explizit nackt oder Sex oder die Bezeichnung von Genitalien verwendet. Das passiert ja eher im einvernehmlichen Sexting zwischen Jugendlichen oder Erwachsenen. Sondern da wird dann geschrieben, ich würde gern mehr von dir sehen, zeig mir jetzt alles von dir, ich würde gern mehr mit dir machen. Und das sind eigentlich vollkommen unverfängliche Sätze, ja, die dann aber oft von quasi Perpetrator-Seite einfach mit sehr expliziten Bildern der eigenen Geschlechtsorgane versehen werden. Mir ist es vollkommen rätselhaft, wie das gefiltert werden könnte oder sollte. Und das ist in der Alltagsberatung aber der häufigere Fall, den wir sehen.
Ich weiß aber natürlich nicht, was im Dunkelfeld noch alles los ist, was durch irgendeine Software, so gut sie auch sein oder nicht sein kann, entdeckt werden könnte. Mhm. Aber ich meine, dadurch, wir haben aus dem Kinderschutz hier mehr Fragezeichen als Antworten. Ich kann nur die Problemfelder aufzeigen, die sich uns bieten. Aber vielleicht können wir das mal weiter besprechen. Frau Eickstedt, vielleicht können Sie dazu was sagen. Weiß man da was, was da geplant ist, Dinge auseinanderhalten zu können? Oder wie soll das programmiert werden? Also vielleicht machen wir erstmal einen kleinen Schritt zurück. Also es geht grundsätzlich um drei Dinge in diesem Gesetz. Also zum einen das Erkennen von bekannten Materialien. Das heißt, es wird eine Datenbank geben, in der sozusagen bekanntes Material gesammelt wird. Das wird in sogenannte Hashwerte umgewandelt. Ein Hashwert ist ein Algorithmus, den ich auf einem Bild anwende, und dann ist das so wie ein numerischer Fingerabdruck, kann man sich ungefähr vorstellen. Und dann gibt es aber noch zwei weitere Dinge, die in diesem Gesetz gemacht werden sollen. Das sind das Erkennen von unbekanntem Material und das Erkennen von Anbahnungsversuchen, also von Grooming. Und wenn wir uns jetzt an das Erkennen von bekanntem Material machen, dann ist es in Anführungsstrichen relativ einfach. Ich habe dieses Bild, was in einen Hashwert umgewandelt wird, das wird gegen die Datenbank abgeglichen und dann kann ich sagen, ob das bekannt oder unbekannt ist. Wo man sich aber darüber bewusst sein sollte, ist, die Person, die die Macht über diese Datenbank hat, hat die Macht darüber, welche Bilder in Europa da sind oder nicht da sind. Das heißt, es kann sehr leicht abgewandelt werden. Hinzu kommt noch, dass wir derzeit eine derartige Datenbank einfach nicht haben. Also diese Behörde und diese Datenbank wäre bei Europol mit angesiedelt. Das zu der Erkennung von bekanntem Material. Dann unbekanntes Material, da kommt dann sozusagen die künstliche Intelligenz ins Spiel. Das kann heißen, es soll zum Beispiel erkannt werden, wie das Alter der Person auf dem Bild ist, wie viel Haut zu sehen ist, in welchem Kontext das gegebenenfalls ist, wobei das halt wieder schwierig ist, weil so kontextuelle Sachen zu sehen ist nicht ganz so einfach. Und das Cybercrime Center in NRW zum Beispiel, also Nordrhein-Westfalen, Deutschland, entwickelt selber auch solche KI und die haben eine Fehlerrate im niedrigen einstelligen Bereich, also so um die 5%. Und ein Vertreter dieser Behörde sagte, naja, das wären so ungefähr 1 Million Falschtreffer. Ja, bei 5% klingt jetzt mal nicht so viel, aber wenn man es umrechnet. Genau, also wenn man das auf alle Nachrichten runterrechnet und wenn man dann überlegt, wie die Behörden jetzt schon in den Bildermassen ertrinken. Und Gleiches gilt dann halt auch wieder fürs Grooming. Also wir haben erstmal das Problem, diesen Kontext zu erkennen. Dann diese Altersgeschichte. Das würde eigentlich im Prinzip bedeuten, dass wir eine Altersverifizierung einführen müssen, um es wirklich in Anführungsstrichen sinnvoll zu gewährleisten. Das heißt, wir müssten uns, bevor wir uns bei so einem Messenger-Service anmelden, ausweisen. So, das heißt, die Anonymität wäre auch dahin und das ist ja auch immer so ein Faktor, wenn man sich an Beratungsstellen wendet. Die Schwelle ist doch manchmal sehr hoch, aber wenn man das erstmal anonym tun kann, dann ist es sehr einfach. Und das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt. Und dann gibt es natürlich Texterkennungsprogramme, aber wir wissen halt auch, dass die Täterin nicht so explizit kommunizieren. Das heißt, es ist relativ schwer zu erkennen. Und das würde auch heißen, das muss man sich auch nochmal klar machen, dass wirklich jede Textnachricht, die wir schreiben, mitgelesen werden würde. Und wir nicht wüssten, wann eine Nachricht weitergeleitet werden würde oder auf unserem Gerät verbleiben würde. Und worüber wir uns noch gar nicht gesprochen haben, das sind jetzt erstmal ja nur diese drei unterschiedlichen Arten, ist das Thema, wie man das macht bei Ende-zu-Ende verschlüsselter Kommunikation. Und da wird das sogenannte Client-Side-Scanning angewandt. Das heißt, bevor das Ganze verschlüsselt versendet wird, wird auf dem Gerät dieser Scan durchgeführt. Und da gab es einen riesen, ich würde schon fast sagen, Skandal im letzten Jahr, weil Apple das eingeplant hat oder auch entwickelt hat. Und es gab ein Paper von mehreren Kryptografie-Expertinnen, die gesagt haben, naja, das würde eigentlich alle unsere Geräte in Wanzen in unserer Tasche umwandeln. Und das Problem ist, das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, wenn wir eine solche Software bauen, die diesen Scan durchführt, dann würde das auf dem Betriebssystem von unserem Gerät
stattfinden. Wir wissen aber alle, dass es immer mal wieder Schwachstellen in diesen Systemen gibt. Nicht zuletzt Pegasus hat uns gelehrt, dass die auch vielleicht sehr lange unentdeckt bleiben. Das heißt, die können von böswilligen Akteuren genutzt werden. Und es würde natürlich auch immer bedeuten, dass der Staat einen Einblick in unsere persönliche interpersonelle Kommunikation bekommt und wir nicht wissen, wann er es mitliest und wann nicht. Und das würde also mehr die Privatsphäre schwächen als stärken, so grundsätzlich auch von der technologischen Seite. Also Client-Side-Scanning kann nie privatsphärefreundlich implementiert werden. Das auf keinen Fall, ja. Mir ist dabei jetzt auch noch was eingefallen, was ich auch in der Recherche zu dem heutigen Abend gelesen habe. Und zwar gerade in Deutschland war doch eine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten, die eigentlich einen ganz anderen Vorschlag hatte. Und zwar, es braucht vielleicht gar nicht dieses Gesetz. Man könnte ja schon einmal damit beginnen, dass man Material, das es schon gibt im Netz, einmal überhaupt wegschafft. Ne? Also da, anscheinend ist es ja so, also korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, ja, aber dass oftmals etwas aufgedeckt wird. Es gibt ein Material dazu, es kommt zwar vielleicht wohl schon zu einem Verfahren und so weiter, aber niemand löscht dieses Material. Und das macht ja dann auf der anderen Seite auch wieder was mit den Opfern. Ja? Wenn ich weiß, dass 20 Jahre lang noch meine kinderpornografischen Fotos im Netz kursieren, wäre das nicht eine Möglichkeit, wer auch immer sich dazu äußern möchte, jetzt gerne, einmal zuerst in das zu investieren, also zu scannen und zu suchen. Wie Sie jetzt gesagt haben, anscheinend kann man das ja sehr, sehr leicht machen, mhm, ein bestehendes Material schon zu markieren oder stelle ich mir das jetzt zu ja, vor? Ja, also man muss dazu sagen, also im Rahmen dieser Recherche haben sich Journalistinnen geschafft, in Darknet-Netzwerke einzuklinken und darüber diese Links aufzudecken. Und ja, definitiv, also diese Löschanweisungen werden viel zu selten hart durchgesetzt, das ist ein Fakt. Und es gibt auch nicht die personellen Ressourcen, das ist ein großes Problem. Und da kann man auch ganz schön sehen, also die Journalistinnen konnten das halt machen, weil sie Journalistinnen sind. So don't try this at home, das ist immer der große Disclaimer, den man hier bringen muss. Aber das kann man sich halt sehr gut vorstellen. Also 1 Million falsch erkannte Bilder versus die Ermittlerinnen könnten wirklich ihre Zeit darauf verwenden, in solche Darknet-Foren sich einzuschleusen und dann aktiv dazu beizutragen, dieses Material vom Netz zu nehmen. Das ist natürlich wesentlich besser. Man muss sich aber auch der Geschichte bewusst sein, dass es häufig sogenannte Mirrors von diesen Materialien geben. Das heißt, diese Wieder-Uploads finden halt statt. Das heißt, es ist so ein ständiger Kreislauf von, man muss immer wieder schauen, ob es noch da ist. Und wir wissen auch, dass Opfer massiv retraumatisiert werden, wenn diese Bilder weiterhin im Umlauf sind. Also das ist was, man hat früher immer so böse gesagt, das Netz vergisst nicht, aber es ist halt leider wirklich so. Das heißt, es ist wirklich ein Aufwand, um den man sich kümmern muss, dass man immer an dieser Löschung dran bleibt. Und genau, ja. Herr Wolf, Sie wollten dazu auch noch was sagen, glaube ich. Nur vielleicht eine Klarstellung. Kindesmissbrauch. Missbrauch von Kindern zur Pornografie ist ein verabscheuenswürdiges Verbrechen. Das Köpfen von Menschen durch fanatisierte IS-Soldaten ist ein abscheuliches Verbrechen. Das Köpfen von Katzen und Hunden ist ein abscheuliches Verbrechen. Ich will aber nicht Kinder jetzt mit Katzen und Hunden gleichstellen. Ich möchte nur eine Reihe eröffnen von abscheulichen Verbrechen, die unsere Rechtsordnung mit Strafe bedroht. Das rechtfertigt aber nicht, dass man massenhaft, ohne Anlass und ohne einen konkreten Verdacht hat, durch die gesamte Korrespondenz fährt mit einer automatischen Maschine, die wir noch vor 10 Jahren nicht hatten. Jetzt ist es alles so gemütlich, weil es geht so einfach. Noch eine Anmerkung. Das Foto eines nackten Kindes am Strand, in der Badewanne, im Bett ist keine kinderpornografische Darstellung. Schauen Sie sich 207a Strafgesetzbuch an, da ist das ganz genau definiert. Auch ich habe Fotos von meinen Kindern gemacht, wie sie in der Badewanne gelegen sind. Auch ich habe Fotos von meinen Kindern gemacht, wie wir am Strand in Lignano waren. Wir müssen irgendwie die Dinge wieder zurechtrücken. Was bestraft gehört, soll bestraft werden, aber nicht mit überschießenden Mitteln.
Ich warne auch vor zwei Dingen. In der Zeit, als wir die Diskussion zur Vorratsdatenspeicherung hatten, kam immer wieder von einigen das Kommentar, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich habe ja nichts zu verbergen. Lest euch doch alle meine E-Mails durch. Ich habe ja überhaupt nichts zu verbergen. Wer nichts zu verbergen hat, ist kein Mensch. Jeder Mensch hat eine Intimsphäre und jeder Mensch hat Geheimnisse. Und das Zweite, vor dem ich warne, ist vor dem Argument, die Technik dieser Thorn, heißt es, dieser Maschine, dieser Artificial Intelligence, die unsere E-Mails, unsere Fotos, unsere Videos massenweise lesen wird, ist fehleranfällig. Aber wäre sie nicht fehleranfällig, sondern wäre sie 100% präzise, auch dann wäre die Chat-Kontrolle nicht gerechtfertigt. Danke für das Statement. Ich habe mir auch noch gedacht, was ein großer Punkt sein wird wahrscheinlich, ist, dass da ja auch eine enorme Menge an Daten herangeschafft wird. Und wir haben es immer auch so mit Cyberkriminalität zu tun. Ja? Ich meine, das muss doch ein gefundenes Fressen sein für jegliche Hacker, wenn alles gescannt wird. Ja? Also wenn es Möglichkeiten gibt mit Programmen, meine gesamte Kommunikation durchzusehen. Das kann ja was Simples sein. Ja? Also ich schreibe, weiß ich nicht, irgendwas vom Urlaub halt. Ja? Ich poste ein Foto eben vom Urlaub von meinem Kind. Ja? Und es ist somit bewusst, wir sind jetzt auf Urlaub. Ja? Könnte ja jemanden auch interessieren, das zu wissen, weil mein Haus ist dann leer in der Zeit. Ja. Also das sind ja alles auch Daten, und das ist jetzt wahrscheinlich nur das einfachste Beispiel, das ich jetzt an den Hahn herbeiziehe. Ja. Da gibt es wahrscheinlich viele, viele andere. Ja. Es geht um irgendwelche Geschichten, wo wir um Finanzielles irgendetwas schreiben und wo halt zufällig ein Passus dabei ist, der halt jetzt gescannt wird. Ja. Wie würde das dann gehen, dass man sich überhaupt schützen könnte vor diesen Hackerangriffen? Gibt es da irgendwelche, Herr Sauers, irgendwelche Vorschläge der EU-Kommission, wie man das vermeiden könnte? Jetzt noch nicht mitbekommen. Ich glaube, also es wird ja jetzt eben gesagt, dass die Verschlüsselung nicht angegriffen werden soll, aber wir wissen, dass das irgendwann dort enden wird, dass wir dann die Verschlüsselung auflockern werden. Und das bringt eben diese ganzen Gefahren mit sich. Und da ist halt eben diese Verhältnismäßigkeit im Spiel. Dann hätte ich in der gesamten EU ein Verbot von der Verschlüsselung oder von der verschlüsselten Kommunikation oder zumindest eine Auflockerung. Und das bringt Dinge mit sich, die jetzt heute schwer vorstellbar sind. Also sei es jetzt irgendwie geopolitischer Natur, Wirtschaftsspionage, also das sind schon mal so die High-Level-Dinge, die passieren können und auch eben im Zwischenmenschlichen würde das Gefahren mit sich bringen, die jetzt nicht abschätzbar sind. Und deshalb verstehe ich eben nicht, warum überhaupt so in diese Richtung gegangen würde, weil das für Kinderschutz etwas getan werden muss und dass das, was heute passiert, zu wenig ist, ist allen klar. Ich glaube nicht, dass es irgendwen gibt, der sagen würde, na, es wird schon genug getan, deshalb müssen wir nichts mehr machen. Das Problem ist, dass man da schnell eben in diese Muster verfällt, auf komplizierte Fragen einfache Antworten liefern zu wollen, und das gibt es halt eben nicht. Und da gibt es ja auch innovative Ansätze, wie man Kindern helfen kann, und da habe ich jetzt aus Frankreich von einem Projekt mitbekommen, was mich wirklich positiv überrascht hat. Während der Pandemie haben ja viele Kinder und Jugendliche Zeit vor den Spielkonsolen verbracht oder eben vom Computer. Und da gab es ein Spiel, das halt sehr beliebt ist bei Jugendlichen, Fortnite. Und da gab es eben von Strafverfolgungsbehörden in Frankreich den Ansatz, dass es in diesem Spiel einen Charakter gab, den man kontaktieren konnte, wenn man Opfer war von Missbrauch. So, weil für diese Kinder ist ja in dieser Zeit die Möglichkeit weggefallen, das einem Vertrauenslehrer mitzuteilen oder beim Fußballverein jemandem zu sagen, hey, ich habe irgendwie Probleme zu Hause. Und das hat gut funktioniert. Es waren 1200 Meldungen innerhalb von eineinhalb Monaten. Und ich würde mir wünschen, dass man eben vielleicht mehr in diese innovativen Lösungen geht und nicht versucht, Verschlüsselung aufzulockern mit noch nicht vorhandenen, meiner Meinung nach schwer umsetzbaren KI-Lösungen, sich auf so ein Abenteuer zu begeben, was am Ende
eben die Situation auslöst, dass man dann dasteht und sagt, na okay, bist du jetzt gegen Kinderschutz? Nein, niemand ist gegen Kinderschutz, aber das ist nicht Kinderschutz, weil das würde ja nicht einmal, wenn es hundertprozentig funktioniert, zu mehr Kinderschutz beitragen, weil ich sehe es halt einfach nicht. Und das ist so die Problematik, und das muss man sich immer vor Augen führen, dass eben auf komplizierte Fragen keine einfachen Antworten da sind, und das wird so nicht funktionieren. Und deshalb wäre ich großer Fan davon, wenn man vielleicht mehr über diese innovativen Ansätze reden könnte, die dann wirklich funktionieren. Mhm. Der Herr Lohninger hat sich da schon sehr, sehr viele Punkte notiert. Ich glaube, da muss jetzt mal was raus, oder? Was bewegt immer nur mit die guten Sachen. Es ist nämlich wirklich viel sehr, sehr Gutes gesagt worden hier, wo ich gar nicht weiß, wo ich einhaken soll. Ganz grundsätzlich würde ich auch gerne nochmal irgendwie erwähnen, dass wir in der Diskussion heute natürlich auch probiert haben, die Europäische Kommission einzuladen. Der Herr Sellmeier ist ja hier in Wien, und wer seine Biografie kennt, er ist jemand, der auch auf jeden Fall in der Lage wäre, sehr kompetent zu diesem Thema zu sprechen. Leider ist er unserer Einladung nicht gefolgt und auch sonst niemand von der EU-Kommission. Ich würde mir aber eine Diskussion dazu wünschen, weil ich glaube, allein das, was wir jetzt hier gehört haben, belegt, dass das eben etwas ist, wo man in die Tiefe gehen muss, wo man nicht auf der Oberfläche bleiben darf, auch wenn man das Ganze im Sinne der Kinder durchdekliniert. Auch die haben ein Recht auf ein sicheres Internet, auch die haben ein Recht auf Kommunikation, und auch die haben ein Grundrecht auf Datenschutz, das bitteschön gewahrt werden soll. Und ich glaube halt einfach, diese simple Idee, man kann ein sauberes Internet machen für die Kinder, wird es einfach nicht spielen, weil Technik ist immer ein Spiegel der Gesellschaft, und wir haben diese Probleme in unserer Gesellschaft. Darum müssen wir uns kümmern. Und die Technik jetzt irgendwie zu einem Maximal an Kontrolle zu bringen, gerade in einer Zeit, wo wir wieder auf einen neuen Kalten Krieg zusteuern, wo genau die Verschlüsselung, die jetzt hier gerade von der EU-Kommission ins Ziel genommen wird, das ist, was den Menschen in Russland noch hilft, einigermaßen vertrauensvoll zu kommunizieren über den Krieg, den ihr Land gerade führt. Das jetzt hier irgendwie in Europa auszuhebeln, wohl wissend, dass kein Anbieter, der dies für Europa tut, Russland noch verweigern kann, ist einfach kurzsichtig. Und China hat ja derartige Filtersysteme in seinen Messengern schon implementiert. In WeChat, dem chinesischen WhatsApp, Tiananmen zu schreiben, die Nachricht wird nie ankommen. Aber das ist jetzt, da möchte ich gerne eine Fußnote einhaken. Gibt es da denn dazu dann auch irgendwelche, ich weiß schon, schwierig, wenn wir über China reden oder auch über Russland, aber irgendwelche Erfahrungswerte, ob deshalb auch Kriminalität besser aufgeklärt werden kann? Weil das müsste man ja dann eigentlich aus China auch wissen, ne? Weil ich meine, wenn die ja eh alles kennen und alles sehen, müsste man ja dort auch ein leichtes Spiel haben zu sagen, aha, und da ist was Kriminelles. Ne? Gibt's da irgendwas, wo man was weiß? Da bin ich leider nicht der Experte dafür, um zu China zu sprechen, aber ich glaube, Elina weiß das. Also grundsätzlich kann man einfach sagen, naja, Kriminelle wissen das ja auch, dass es gescannt wird. Also was einfach passiert, ist einfach eine Verdrängung in einen anderen Raum, zum Beispiel ins Darknet, was wir jetzt ja auch schon sehen, bei Straftätern, dass halt dieser Austausch oder diese Straftaten dann im Darknet organisiert werden. So, und das ist halt bei jeder Regelung so. Und wenn wir jetzt eine Chatkontrolle einführen, die sind ja auch nicht doof. So, also unabhängig davon, dass der Austausch nicht über Chats stattfindet, da haben wir noch gar nicht wirklich drüber geredet. Also man weiß besonders aus dieser Boys Town-Recherche von Spiegel, NDR und Steuerung F, dass das meistens so ist, dass es Darknet-Foren gibt, wo Links getauscht werden aus dem normalen Internet und dann in verschlüsselter Form dort das Bildmaterial einfach liegt. So, also das ist eigentlich die Realität, wie Bilder primär heute ausgetauscht werden. Aber da habe ich auch dann eine Fußnote noch dazu, weil jetzt ganz provokant gesagt, wenn man das ja eh weiß, dass im Chat sozusagen eigentlich diese Kontrolle nicht stattfindet oder dass man da diese Fälle eh nicht aufdeckt, kann man dann mutmaßen, dass so ein Gesetz überhaupt vorgeschoben wird sozusagen, um größere Kontrolle über unsere, weiß ich nicht, Kommunikation generell zu bekommen, weil das würde ja dann fast auf der Zunge liegen, wenn Sie das so sagen, ne? Weil wenn man eh weiß, das wirklich Schlimme organisiert sich im Darknet, das wirklich Schlimme findet ja eh nicht im Chat statt, warum dann Chatkontrolle? Ich glaube, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist ein massiver Angriff auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also es ist so dieses,
Man nennt es das Going Dark-Narrativ, also die Geheimdienste, die sagen, naja, wenn wir jetzt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, dann können wir ja gar nichts mehr mitlesen, das ist ja total doof, das wollen wir nicht, wir wollen weiterhin Daten erfassen. Und das rollt schon länger auf uns zu. Es gibt immer wieder Innenminister, die fordern, dass Verschlüsselung aufgehebelt werden soll. 2020 gab es dieses nette Papier Sicherheitstrotz und Durchverschlüsselung. Also macht mal Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber baut uns da am liebsten noch eine Backdoor rein. Und das funktioniert halt einfach nicht. Und man könnte was sagen, sie haben aus den letzten Jahren gelernt. Also sie haben es immer wieder versucht, es zu attackieren. Und dieses Gesetz, dieser Entwurf, dieser Verordnung hat jetzt ja auch sehr lange auf sich warten lassen. Und der hat auch unter anderem auf sich lange warten lassen, weil sie ihn juristisch besonders schwammig, aber auch sozusagen sicher für sich gestalten wollten, so dass wir als Zivilgesellschaft schwierige Angriffspunkte haben, weil das Wort Chatkontrolle oder Client-Side-Scanning werden wir in diesem Entwurf nicht finden. Uns ist aber allen klar, dass es genau das impliziert. Darauf hinausläuft, ja. Herr Wolf, Sie wollten dazu auch noch was sagen. Ich wollte nur ganz kurz noch etwas sagen. Also ich glaube, Ihre Frage war sehr gut. Wir dürfen nicht blauäugig sein. Wenn wir Systeme haben, die es uns ermöglichen, wenn auch mit Fehleranfälligkeit, nach Kindermissbrauchsfotos und Videos zu suchen, dann haben wir natürlich auch andere Möglichkeiten. Die erste allgemeine Verunsicherung hat immer gesungen, das Böse ist immer und überall. Und dann können wir natürlich auch suchen nach Blecki ohne Umsatzsteuer in Cash rüberwachsen lassen. Lassen wir es in Cash rüberwachsen. Bringen wir es bar vorbei, um die vielen Finanzstrafdelikte aufzuspüren. Das darf einfach nicht passieren. Ja, also das schließt da eh so ein bisschen den Kreis mit dem, wir haben ja nichts zu verbergen, dennoch sozusagen kann viel passieren. Also ich sehe ein ziemlich heikles Thema. Was könnten dann so nächste Schritte sein? Was wäre denn eine bessere Alternative? Hat jemand von Ihnen hier am Podium eine Idee? Wie könnte man denn, wenn wir jetzt den Aufhänger Kinderschutz hernehmen, wie könnte man den besseren Kinderschutz betreiben und dennoch müssten wir uns jetzt nicht alle vor der Datenschutzbehörde nackt ausziehen sozusagen? Ja? Also ich würde aus unserer Sicht erstmal sagen, was wir können, ist IT-Sicherheit und Datenschutz. Wir sind keine Expertinnen für Kinderschutz. Das heißt, wir sind da massiv angewiesen auf die Kolleginnen von den Kinderschutzverbänden. Man muss grundsätzlich sagen, dass so wie diese Verordnung aufgehängt ist in der EU, sie nur für Märkte gilt. Das heißt, wir können sie jetzt nicht so verändern, dass wir da noch präventive Maßnahmen oder so reinbauen. Unsere einzige Chance ist zu sagen, das geht gar nicht. Geht mal wieder zurück zu eurem Whiteboard und fangt an, das nochmal von vorne zu entwerfen und dann mit wirklich sinnvollen, gut überlegten Maßnahmen, die keine anlasslose Massenüberwachung beinhalten, zurückzukommen. Und Gespräche, also das muss man auch sagen, die Kommission hat kein einziges Mal mit digitalen Menschenrechtsorganisationen gesprochen, während dieses Gesetz entworfen wurde. Mit wem sie sich massiv viel geschroffen hat, sind große Tech-Konzerne. Vorhin kam kurz Thorn zur Sprache. Bei Thorn muss man wissen, das ist eine Organisation von Ashton Kutcher. Ashton Kutcher ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Und Thorn ist nicht nur eine Kinderschutzorganisation, sondern auch ein Softwarekonzern. Und interessanterweise entwickeln sie tatsächlich genau die Software, die jetzt sozusagen dieser Entwurf und diese Verordnung implizieren würde. Und ein kleiner Fun-Fact am Rande, die PR-Agentur von Thorn ist die gleiche PR-Agentur, die in Deutschland die Luca-App vermarktet hat. Ich denke, das spricht an einigen Stellen für sich. Ja, ich glaube, da braucht es wirklich fast keine Worte mehr. Frau Wölfel, was würden Sie sich denn jetzt als Vertreterin sozusagen des Kinderschutzes wirklich wünschen? Was braucht es denn im Kinderschutz? Ich möchte jetzt eine psychologische Antwort geben. Was brauchen Kinder, um sich gut entwickeln zu können, um gesund und sicher aufwachsen zu können? Sie brauchen Vertrauenspersonen, sie brauchen eine Zugehörigkeit und sie brauchen einen sicheren Raum, ja, wo sie, wenn etwas passiert, was irritiert, was seltsam ist, wo sie überfordert sind, sich wem anvertrauen können. Das heißt, es braucht hier einen verschwiegenen, sicheren Raum. Das ist für uns im Kinderschutz ganz, ganz wesentlich. Ja? Und ich denke, das, was so fehlt,
ist digitale Kompetenz. Wir haben, ich habe selber 3 Kinder in genau dieser Altersspanne, ja. Und ich versuche mich irgendwie dran zu bleiben und mit den Kindern im Dialog zu bleiben und zeig mal her und aha, was ist auf diesem Instagram-Account, wem folgst du da und so weiter. Aber wir sind wir bräuchten viel mehr Dialog darüber und wir müssten uns selbst in den pädagogischen Berufen, in als Eltern, aber auch als Zivilgesellschaft, ja, hier viel couragierter sein und mitgeben, wenn du auf Inhalte stößt, wenn dich jemand anschreibt, den du nicht kennst, wenn du Bilder siehst, wo es dir die Sprache verschlägt, auch wenn manches vielleicht interessant ist und wenn was spannend ist oder auch erregend, ja, dann kannst du mit wem drüber reden. Und da finde ich diese Idee einfach so super. Das ist auch eine Forderung von uns, dass es in den Spielen, in den Angeboten, in genau den Messenger-Diensten, Apps, die Kinder verwenden, dass dort Figuren, Möglichkeiten geschaffen werden, die genau diese Art von an wen kannst du dich wenden, wenn dich was irritiert, ja? Aber die auch diese Zivilcourage zeigen, die auch sagen, nein, das ist nicht in Ordnung, hör auf, die zu beschimpfen. Dass in den ganz normalen Chatrooms sozusagen wirklich mehr gegenseitige Instanz ist, es wie ein Verhaltenskodex, es ist nicht in Ordnung, wenn wir miteinander so umgehen, wenn man sich demütigt, mobbt, was auch immer, wie man es auch immer benennen will. Und das würde genauso gegen diese Art von Cyber-Grooming und Gewalt und Missbrauch im Netz helfen. Also Aufklärung, Prävention, digitale Kompetenz, mehr Wissen um Kinderrechte und hier ein gemeinsames Stärken. Und ich möchte nochmal auch sagen, für Kinderschutz verantwortlich sind wir Erwachsene und nicht ein gescanntes Kind. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Statement, das Sie da jetzt noch getan haben, ja. Herr Lohninger, was würden Sie sich denn vorstellen? Was könnten die nächsten Schritte in diesem Kapitel, in diesem Leidigen sein? Also wie es jetzt aussieht, es gibt diesen Gesetzesentwurf, es soll jetzt mal daran gearbeitet werden. Ich nehme jetzt mal an, Sie von Epicenter Works würden es nicht auf sich sitzen lassen, wenn das jetzt durchgeht. Ne? Definitiv nicht. Also das ist ein Gesetz, das in so vieler Hinsicht eine Grenzüberschreitung darstellt, dass man das jetzt wirklich auch nur ganz entschieden zurückweisen kann. Und meine Vorrednerinnen haben eigentlich eh schon sehr viel Richtiges dazu gesagt. Es liegt nicht an uns als digitalen Menschenrechtsorganisationen jetzt hier aufzuzeigen, wie der Kinderschutz geht. Das ist nicht unser Feld. Ja. Und die gewählte Rechtsgrundlage macht es auch wahnsinnig schwierig jetzt, gute Vorschläge hier noch hineinzupacken. Das hier ist ein sehr spezifisches Messer, was man gewählt hat und auch von all den 5 Szenarien, die in der vorherigen Evaluierung, bevor das Gesetz veröffentlicht wurde, so im Raum standen, hat man das extremste Mittel genommen. Und auch in der bisherigen Debatte, es gab ja auch schon Interviews mit der Innenkommissarin Johansson, wo sie konfrontiert wurde mit diesen Argumenten, dieser heftigen Kritik, die vor allem eben in Deutschland von sehr hoher Stelle schon gekommen ist. Und sie hat den Leuten vorgeworfen, ihr Gesetz nicht gelesen zu haben. Also da ist auch keine Bereitschaft einer sachlichen Debatte. Deswegen glaube ich, muss man jetzt auch als Österreich hier einfach diese Diskussion führen, die bisher verabsäumt wurde, und einfach klar sagen, wir brauchen was Besseres. Das wird die Kinder nicht schützen. Und am Ende ist es natürlich aber auch eine Rolle der Bundesregierung, sich im Rat dazu zu verhalten. Und es ist hier auf jeden Fall die Rolle des First Followers noch offen, sozusagen dem ersten Land, das nach Deutschland sagt, nein, so nicht. Und ich würde mir wünschen, dass man das schnell tut, um dann zurück zum Reißbrett zu kommen und sich was Besseres zu überlegen. Mhm, gut. Wir sind in der Zeit leider schon so weit fortgeschritten. Wir wollen uns den Film dann auch noch anschauen, aber weil Sie jetzt in Richtung Österreich auch gesprochen haben, möchte ich das Schlusswort sozusagen dem Herrn Sorbas geben. Was werden Sie sich denn als Politiker in Österreich sozusagen jetzt mitnehmen und erkämpfen für die nächsten Wochen? Naja, was wichtig ist,
ist eben die Vernetzung auch mit Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Parteien und auch mit dem Koalitionspartner hier einen Modus zu finden, wo man das debattieren kann. Darüber hinaus wird es auch wichtig sein, europäisch eine Verbindung aufzubauen zu Politikerinnen und Politikern aus anderen Ländern, weil nur Österreich allein oder Deutschland und Österreich gemeinsam werden das ja auch nicht aufhalten können. Deshalb ist es wichtig, hier eine breite Front dafür zu bilden und Kontakt aufzubauen mit, also ich denke, dass vielen noch gar nicht bewusst ist, was da auf uns zukommt. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man versucht, das irgendwie klarer zu formulieren, was das eigentlich bedeutet, kann ich mir kaum vorstellen, dass es jemanden geben würde, der sich da versperren würde und sagen würde, na, das wollen wir trotzdem haben, weil es nicht das erfüllt, was es erfüllen sollte und zusätzlich noch Probleme dazu erstellt. Aber in Österreich sind jetzt die nächsten Schritte, die wir jetzt oder die ich als Politiker für mich mitnehme, eben die Räume zu schaffen, wo wir das debattieren können und eventuell auch Dinge zu beschließen, die dem entgegenwirken. Vielen lieben Dank.